Hallihallo und herzlich willkommen zur großen Live-Bastel-Show, the one and only, ja? Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur großen Live-Bastel-Show. Ich bin Joachim, der Mann, den ihr Joe nennen könnt, zu dem ihr Joe sagen dürft. Und neben mir sitzt Irene. Nur Irene. Nur Irene. Kein Spitzname. Nur Irene. Ja, gibt Spitznamen, ja, die verraten wir jetzt mal nicht. Die wollen wir jetzt mal nicht verraten, die bleiben hier. Ja, ansonsten, ich hatte nie einen Spitznamen in meinem Leben so. Ne? Immer Irene. Ja. Einmal Irene, immer Irene. Ja, du gibst ja auch nicht so viel, ne? So, außer jetzt diese familieninternen, ne? Wie ja, sagen Mom, wir jetzt nicht, nein. Mom. Okay, ne? Alles klar. Wenn ihr uns gut hört und sehen könnt, das dürfen wir jetzt mal nicht vergessen, weil öfter mal passieren ja auch mal Pannen, ihr kennt das, schreibt doch heute mal eine 10 rein und dann könnt ihr auch mal überlegen, warum 10? Heute ist ja gar nicht der 10.
was hat der Joe sich denn da nun wieder bei gedacht? Das hast du mir gar nicht erzählt. Nee, ich erzähle auch nicht alles, ne? Und dann Umfrage, 122 Zuschauer haben schon teilgenommen. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ich habe gefragt, hast du schon Ideen, welche Artikel du dir aus dem neuen Katalog kaufen möchtest? Und 60% haben sich schon entschieden. Die wissen, jo, jetzt 61%, die wissen schon, was sie wollen. Nein sagen 20% und 19% sagen, Mensch, mein Wunschzettel wird immer länger. Dann wollen wir mal gucken, ob das heute bei der Option 3 noch ein bisschen mehr werden. Ne? So, ob du da noch wieder was raushauen kannst. Was du heute zeigst, ist ja auch mega interessant. Ja, mega interessant. Wir haben auch Verlinkungen für euch, damit ihr euch die entsprechenden zusätzlichen Produkte, also muss man nicht zwingend haben, bastelt sich aber leichter, wenn man das hat, damit ihr euch die bestellen könnt. Vor allen Dingen macht es mal bald. Wenn erst ganz Deutschland sich darauf stürzt, dann sind die bestimmt erstmal ausverkauft. Ja, ich hatte das heute im Newsletter auch geschrieben. Also diese bei der einen Sache, das kann ich offen und ehrlich sagen, wir haben seit Monaten oder seit Jahren empfehlen wir diese Magnetplatten. Mhm. Und das ist leider so im Onlinehandel. Und das ist dann, wenn die merken, das machen die automatisch manchmal, diese Shops. Oh, hier ist die Nachfrage, zieht an, wir machen das aber teurer. Und manchmal ist es ja auch so, dass je nachdem, mit welchem Gerät man beispielsweise eine Reise buchen will, wenn man mit einem Apple-Gerät bucht und dann vielleicht mit einem bestimmten Gerät, dann werden Reisen auch teurer angezeigt als mit einem anderen Smartphone von einem preiswerten Hersteller. Alles schon da gewesen. Also von daher, wenn man etwas haben möchte, dann immer rechtzeitig. Es gab doch mal diese Xiaomi, Xing Shang Shung, Handys, die haben irgendwie 70 Euro gekostet, aber ich glaube, die sind auch nicht mehr so billig. Ne? Ich glaube, da ist nämlich auch dann der Preis angestiegen. Okay. Ich war beim Friseur, das ist euch so auffällt, war gar nicht so, hatte ich gestern schon, da habe ich aber Dollar geföhnt, da hatte ich dann so eine komische Dolle-Tolle, das soll schon so sein. Ist ein bisschen kurz geworden, aber ist okay, wächst ja wieder und war jetzt gar nicht, ist kein neuer Haarschnitt, das ist einfach nur geschnitten, gestrehen gemacht und geföhnt und alles gut. Eine neue Brille, fragte Bummibastel, falls sie da ist, habe ich auch schon länger, ist also auch nicht neu. Ich habe ja auch mehrere Brillen, weil ihr wisst, ich komme ja aus der Modebranche und ich liebe es einfach auch mal, mir neue Brillen zu kaufen. Und ich habe Gleitsicht und kaufe da bei Ice & Moore. Ist ja kein Geheimnis und bin da sehr zufrieden mit. Und die sind vom Preis so moderat, dass man sich dann immer gleich mal ein paar mehr kaufen kann. Du hast dir neulich auch 3 Stück gekauft. Ja, ich musste dir alles verraten. Ja, die hatten das Angebot. Ja. Die hatten ein Angebot und die haben immer wieder Angebot und da war das Angebot 3 Stück für, keine Ahnung, Festpreis. Zahlen die dir was von Ice & Moore? Nee. Weil du so viel Werbung dafür machst. Ja, unglaublich. Aber du hast dir dann Sonnenbrillen ja auch hauptsächlich gekauft. Ich habe noch schnell, falls ihr Fragen habt, gebt das Kufer weg. Eine Frage sehe ich nämlich gerade, die haben wir zwar neulich schon beantwortet, aber beantworte dann vielleicht gerne nochmal, warum wir noch nicht in Las Vegas sind. Können wir nachher nochmal drauf eingehen? Können wir gleich. Oder können wir gleich? Bis sich hier alle, guck mal, wir sind schon 230 Leute. Bis sich hier alle versammelt haben, können wir schon mal drauf eingehen. Also wir waren schon mal in Las Vegas. Ganz kurz mal, ich wollte mal irgendwas sagen. Also, wir wollen nichts misskreditieren oder irgendwas. Nur wir haben unsere persönliche Einstellung der Dinge. Das ist jetzt unsere Meinung. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir waren schon mal in Las Vegas. Wir waren schon auf diversen Stepping-Up-Veranstaltungen. Wir waren schon da überall in Riverton, in Carnap. Und wir haben alles schon aus erster Quelle gesehen mit Führung und in diesem Legacy Room oder Legacy Room, wie auch immer das heißen mag. Und wir haben uns gesagt, aber für eine Veranstaltung, sagen wir so, die man auch in Deutsch haben kann im Prinzip, nee, nicht in Deutsch, aber die nur in Englisch ist und die uns nicht so viel bringt, dafür fliegen wir jetzt hier nicht einmal über einen großen Teich irgendwie. Und viele, viele andere sind ja auch hier geblieben. Es ist ja dann auch nur ein kleiner Haufen. Bruchteil ist ja, ich glaube, 10 Leute, 20 Leute, wenn überhaupt. Ich sage mal so, von den Großen, die sind auch alle hier geblieben, die können wir das auch gar nicht leisten. Also leisten im Sinne von, die haben auch genug zu tun. Also wir können uns als Demo die Aufzeichnung kaufen und dann kann man sich das anhören. Und ich muss ehrlich sagen, bitte meine Meinung, bitte, bitte. Ich finde es auch fast ein bisschen dekadent, für 2 Tage Schulung nach Amerika zu fliegen. Ja, ist so. Im Zuge von CO2 und CO2-Fußabdruck und so weiter. Das waren wir vor Jahren auch nicht in New Orleans und wo das immer ist. Ja, ne? Also die Reisen, die man da sich verdient, die machen wir, aber alles andere. Ja, genau. Über einen großen Teil, das aber wie gesagt, ist unsere Meinung und das soll keine Kritik. Jeder, der dahin möchte oder der die Qualifikation hat, soll da sehr, sehr gerne hinfahren. Und ich habe mir auch Bilder schon angeguckt von unserer lieben Gesche, die ist da und die hat da viel Spaß, alles toll. Aber für uns, wir haben gesagt, nö. Ja. Außerdem ist das jetzt heute schon wieder vorbei und die fahren jetzt alle wieder nach Hause. Genau. Mann. Ja, und wer schon mal in Amerika war,
Der weiß, das kann ganz schön, also man kriegt da echt so ein Jetlag, ne? Also hin ist alles gut, aber wenn du zurückkommst, ich neige auch dazu, richtig krank zu werden von dem Jetlag. Also bei mir ist das wirklich wie so eine, wie eine Grippe wirkt sich das aus. Ich bin dann erstmal eine Woche durch. Ja, also ich brauche auch durch, ne? Das ist tatsächlich so. Gerade wenn ich so diese, wenn man nicht richtig schlafen kann im Flieger und so, dann ist man hinterher durch. Hingeht, da ist man nachts um vier wach, damit kann man noch leben, aber zurück ist man wirklich, wirklich ein paar Tage durcheinander und da braucht man echt frei und da darf man sich nichts vornehmen, weil wenn man da morgens vormittags Termine hat und so, da kann es sein, dass es einem nicht so gut geht. Also das hätte ich nie gedacht. Wäre in jungen Jahren vielleicht auch nicht so gewesen, aber umso älter man wird, umso, ja, ist tatsächlich so, umso nerviger so wird es. So jung sind wir noch, ne? Ich sehe gerade, Bummibastelt ist da, Bummibastelt. Also ich habe das eben schon mit meiner Brille erklärt. Musst du dir vielleicht nachher im Replay nochmal angucken. Wir haben ein Programm heute. Ich habe mir was Weihnachtliches vorgenommen aus dem Winterkatalog, wo mich schon ganz, ganz viele Nachrichten erreicht haben. Hey, wie wird das gemacht? Was ist das? Und ich hatte mir das Produktpaket erst jetzt bestellt, letzte Woche. Es ist also jetzt erst angekommen und zeige euch gleich die erste Idee. Wir haben also den Trailer dazu. Wir haben schöne Zuschauerkarten für euch. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen was Geschäftliches. Ja. Bonustage einlösen, bitte. Oh ja. Oh, ich kriege heute im Laufenden das Ratterdonk da immer zu in meinem E-Mail-Postfach und in meinem WhatsApp. Also ein paar Kunden haben halt auch meine WhatsApp-Nummer, um zu bestellen. Und also denkt dran, die Bonusgutscheine jetzt noch einzulösen. Ich mache mal kurz das Jingle an. Moment. Und halt, der war es nicht. Also denkt an die Bonusgutscheine. Denkt dran, dass ihr für mehr als 60 Euro bestellt, wenn ihr Gutscheine habt, weil ich ziehe das dann ab und versandkostenfrei machen wir erst nach Abzug aller Guthaben dann beim Mindestbestellwert von 60 Euro. Und denkt dran, Kreativsets sind auch nur noch wenige Tage im Angebot. Wer sich jetzt schon was für Weihnachten überlegt hat, der hat jetzt noch die Gelegenheit und danach, ab September ist ein paar Tage dann irgendwie luftleerer Raum. Der neue Katalog geht noch nicht, da müssen wir mit dem leben, was gerade ist. Und dann darf es kein Katzenjammer geben. Also jetzt alles noch, ja, alles abräumen, was geht und sich hinterher nicht ärgern. Ist so. So, und jetzt aber, ich will euch, ich sehe da schon ein paar Fragen. Ich mache mal ganz kurz, das machen wir gleich mal. Mit einer Fragerunde vorab. Ja, weil ich das da gerade sehe, nämlich LKM. Was mache ich falsch, wenn ich euren Newsletter nicht bekomme? Da kannst du was zu sagen. Hat sie vielleicht Fehler im Anmeldeprozess gemacht, Double Opt-in. Oder dass dein E-Mail-Postfach mag Newsletter nicht. Also unseren Anbieter nicht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht bist du auch eine Demo und gehörst nicht zu uns. Das kann auch möglich sein, dass du deshalb vielleicht auch schon mal nicht mehr dabei bist oder so. Tja, wir wissen es nicht. Automatisch kriegt Deutschland den nicht. Man muss sich schon anmelden dafür. Man muss halt auch gucken in seinem Spam-Ordner oder irgendwie. Also das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Am besten nochmal. Genau, versuchen. Also weil wir einfach in Deutschland wir haben die Datenschutzgrundverordnung und da müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, damit man diesen Newsletter bekommt. Und hatten wir auch schon das Thema, dass manchmal Ehemänner Sperren in den Postfächern einrichten. Ja, das haben aus auch, Sicherheitsgründen, also nicht damit die Frau keinen Newsletter bekommt, sondern die Männer oder Partner haben Angst vor Spam. Und dass irgendwie Phishing-Mails kommen oder sowas. Ne? Also da müsst ihr auch mal eure Sicherheitseinstellungen kontrollieren. Können wir aber leider auch nicht beeinflussen. So, und bevor es jetzt losgeht, zeige ich den Trailer. Und ich finde es echt schön. Und ich habe ein paar Tipps für euch. Und ich glaube, danach, wenn es noch nicht auf eurem Wunschzettel stand, dann wird es da aber drauf kommen. Sag gerade, sollte zurückschalten. Klar. Und wieder die richtige Einstellung, nicht so weit ich weg und so. Ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt bei meinen Szenen, nennt sich das. Und
Auch von der Farbe, finde ich, geht es. Und ich sehe, Karin Merz ist da. Karin, ich war beim Friseur. Du hast das, glaube ich, schon für gut befunden neulich. Ne? Ja. Also, was sagt ihr? Wie findet ihr es? Ich habe das hier mal, ich hole es mal vorsichtig her. Ich habe nur eine Seite bebastelt. Werde euch gleich erklären, warum. Weil eigentlich würde ich da natürlich beide Seiten bebasteln. Ich zeige euch, wie es geht, wie einfach man das herstellt. Und ich zeige euch auch meine kleinen Erfahrungswerte, wie man diesen Goldfaden anbringt und so weiter. Das ist die Goldkordel von uns, die wir ja im Sortiment haben. Den Ständer habe ich von Alexandra beim letzten Frühlingsbasteln, war das, glaube ich, geschenkt gekriegt. Hast du ja schon verlinkt. Das ist ein Kugelhalter, ja. Nennt ja. Sich das. Ne? Die sind, der ist aus Glas. Der ist jetzt auch nicht ganz billig. Also ja, müsste man sich mal umschauen. Vielleicht gibt es das woanders. Irgendwie preiswerter. Der, den wir empfehlen, der ist halt aus Glas und wertig und naja, gut. Und dann ist die Sache, wenn man es für sich selber macht und sich was Schönes hinstellt, das ist ja jetzt auch mal was ganz Besonderes. Sonst basteln wir Karten, wir vor allen Dingen, wir basteln Verpackungen und das ist ja etwa ein schönes Objekt, das man sich mal einfach mal so hinstellt. Jetzt stellt man sich vielleicht noch 2, 3 Teelichter dazu, ne? Dann kann aber die Weihnachtszeit starten, so im also Ende November. Also ich weiß, deine Mutter, die hat Porzellankugeln zu Weihnachten gesammelt. Da hat sie von deiner Schwester immer so eine schöne Meißner Porzellanglocke bekommen. Und sowas gibt es ja auch als Kugeln. Ich glaube, dafür sind eigentlich diese Kugelhalter gedacht, ja. Für so extravagante Geschichten halt. Wir aber wandeln das ab. Und schön zweckentfremdet. Das sieht auch wirklich hübsch aus. Die ersten schrieben also schon, oh mein Gott, ist das schön. Ja. Es ist wirklich schön. Mir gefällt es auch. Also wem das zusagt... Ich kann den Katalog noch nicht zeigen, aber ich zeige euch jetzt, wie ich es gemacht habe. Ich kann euch zum Beispiel verraten, das ist auf Seite 17 im Katalog. Mhm. Und das Besondere ist halt, das ist eine große Kollektion. Eine Mega-Reihe. Und das sind also praktisch 2 Produktpakete. Mhm. Und 2-mal Papier und Band und so. Ich kann es jetzt nicht aufschlagen, aber... Doppelspaß quasi. Ich finde es ganz gut, aber man muss es ja nicht alles komplett kaufen. Mhm. Und das Besondere an dem Projekt, was ich heute zeige, ist auch noch die Hybrid-Prägeform, die ich euch auch ganz genau in Ruhe zeigen werde. Vorher fällt mir noch ein, habt ihr mich gestern Abend live gesehen? Um 18 Uhr war ich live, ne? Weil in meinem Paket waren nämlich die neuen Deko-Schablonen drin. Und da habe ich euch mal gezeigt, wie ich die verarbeite. In Blautönen und hier in Babyrosa Sommerbeere. Ich arbeite meine Blumen so, dass ich sie von innen dunkel mache und nach außen hell werden lasse. Im Katalog war es umgekehrt. Ich glaube, auch bei Sonnenblumen würde man, glaube ich, die Spitzen braun machen und innen braun. Also das sind jetzt Fantasieblumen. Super einfach, super easy. Die kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Und wenn ihr Lust habt, guckt euch gerne noch die Live-Aufzeichnung an. Das hat nur eine halbe Stunde gedauert, weil das ist jetzt nicht so, da ist jetzt nicht so eine riesen Bastelaktion dran. Ne? Ach so, ich habe hier mal den Link, falls es noch alle nicht geguckt haben, könnt ihr euch später das nochmal in Ruhe anschauen. Die Deko-Schablonen von gestern. Ich rutsch weg. Weil die sind ja auch aus dem neuen Katalog und ihr müsst ja jetzt für alle Sachen oder bei allen Sachen auf dem Laufenden sein, um zu gucken, was hole ich mir denn? Ich stelle mal meinen Glasständer hinter uns, der ist mir sonst hier, das ist mir hier zu gefährlich. Ja. Schaut mal, das ist eigentlich wirklich ganz, ganz simpel. Ich habe mir diese Ringe hier bestellt und die Verlinkung habt ihr. Da könnt ihr sie euch. Na, ist das hier verknotet? Also das sind, glaube ich, 8 Stück oder 10. Nee, 10 sind das. 10 goldene Ringe. Im Katalog stand noch, die haben das wohl angesprüht in Gold-Matt-Farbe. Das mache ich nicht, weil ich finde, das Glänzende ist gut. Was ist das jetzt hier? Mhm. Kleinen Moment, ich gehe mal eben unter den Tisch mit meiner Hand, damit euch das hier nicht so knistert. Ne? So kommen die und das sind Traumfänger, hast du gesagt. Ja, da sind mehrere Bezeichnungen. Ja. Man kann auch Metallring, Goldring oder wie auch immer oder vergoldeter Ring. Ja, kann man ja für alles Mögliche auch verwenden. Obendran ist so ein kleines Schleifchen hier. Ist, wie gesagt, aus der Produktreihe Marineblau und Gold. Das ist ein schönes Tüllband mit Goldsprengen. Das hatten wir schon mal in Weiß. Und ja, meine Goldkordel, die ich hier gleich entwirren werde. Ich schneide die jetzt hier einfach mal ab. Das ist diese Gold-Silber-Metallic-Kordel, die wir auch schon im letzten Jahr hatten. Also das ist jetzt kein Geheimnis. Ich habe verwendet die neuen Büttenrandkreise. Ihr seht, da fehlt einer.
Der gehört da rein. Und das, ich habe genommen die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den siebten, der hat 8 cm Durchmesser, weil mein Kreis hat 10 cm Durchmesser. Und das soll sich ja noch ein bisschen drin bewegen. Ne? Das wollt, also ich wollte das nicht zu pressig, aber ja, müsst ihr halt entscheiden. Ich wollte es auch nicht zu klein. Ich wollte mich jetzt auch erstmal an dem Muster im Katalog orientieren. Was ich damit mache, zeige ich euch gleich. Und wir brauchen, und das ist jetzt das Schätzchen an der Sache, ne? Diesen Hybrid-Prägefolder. Hybrid heißt, für alle, die die Jahresringe nicht haben oder auch die Zitronen nicht, man erhält ein, man hat einen Präge, eine Prägeform, die kann man einfach prägen. So. Dann legt man sein Papier rein, kurbelt das durch. Das ist eine 3D-Prägeform. Das heißt, ich zeige euch ganz kurz den Aufbau. Ihr würdet den einfach direkt auf die Grundplatte legen und mit der grauen Platte, die ist ja im Lieferumfang enthalten, wenn ihr die Stanzmaschine kauft, so kurbelt ihr das durch. Das habe ich ja nicht richtig aufgepasst, aber wieso heißt die nun Hybrid? Ja, da komme ich jetzt zu. Ja. Ich wollte erstmal das Normale erklären. Mhm. Das wäre der normale Gang der Dinge sozusagen. Gut, das kennt man ja schon. Mhm. Und Hybrid also, heißt jetzt, ich kann die Stanzform nehmen, muss mich eben einmal kurz orientieren, warte mal. So, ich nehme die Stanzform, dann kann ich die hier reinlegen. Die rastet so ein bisschen ein, das spürt ihr. So, ich fixiere mir die allerdings noch tatsächlich mit dem, mit meinem Scotch-Klebeband. Ich habe keinen Abroller, brauche ich nicht. Geht einfach so. So würde ich mir die fixieren, damit mir hier nichts wegrutscht. So, dann könnt ihr das Papier einlegen. Und das mache ich jetzt mal, auch wenn das Rote nicht direkt jetzt zum Thema passt. Mhm. Wir können das auch so rum machen, damit das jetzt nicht verrutscht. So und so. Ihr legt es drauf. Und ich kurbel das mal eben ganz kurz durch. Ja, wir können in der Zeit nochmal den Trailer zeigen. Es sind sehr, sehr viele Zuschauer jetzt dazu gekommen. Ja, dann mach das mal bitte. Ich drehe mich kurz weg und kurbel das durch. Alles klar. Das wird heute gebastelt. Schaut zu. Gleich sehen wir uns wieder. Da sind ganz viele Kreise drin in diesen 14 Stück. Büttenwader, wollte ich mal sagen. Büttenrandkreise. Ja, 14 Stück. Und ich weiß gar nicht, was die kosten. Ja. Kann ich jetzt, habe ich nicht auf dem Habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Nö. Aber das sind ja dann doch etliche. Also auch so viele verschiedene Größen. Also da ist ja auch für jeden was dabei. Ne? Ja, so, ich mache mal weiter. Also, das habe ich hier eben durchgekurbelt. Das sind die Stanzformen, die noch weiter mit dabei im Set enthalten sind. Unter anderem. Der macht so, den, da werde ich auf jeden Fall eine Laterne für euch mit basteln. Der stanzt einmal Löcher rein und dann das Sternmotiv aus. Dieser hier hat zum Beispiel außen eine Schneidekante und stanzt in das Papier so Sticknähte rein. Und hier habt ihr das Etikett für das Spruch. Ich sehe gerade, habe ich das Stempelset überhaupt mit hier am Schad? Das brauche ich nicht, weil ich brauche ja nur den Stern heute. Also wer den Katalog hat, guckt euch das gerne an. Und das ist halt die drei, dieses hier ist die große dreiteilige Stanzform, die ich jetzt hier verwendet habe. Und lasst euch mal überraschen, was jetzt passiert. Weil Hybrid. Weil Hybrid. Weil Hybrid, ne? Also, ihr seht, es ist geprägt. Das heißt, ihr könntet, wenn ihr das nicht hier mitnehmen, einfach prägen und habt euer schönes, euren schönen geprägten Hintergrund für eure Karten. Legt ihr die Stanzform rein, dann habt ihr diese drei Motive geprägt und gleichzeitig ausgestanzt. Ist das nicht mega? So,
Das wollte ich eigentlich nur gezeigt haben. Und wenn wir jetzt diesen Anhänger hier basteln, das, was ich ja eigentlich vorhabe mit euch heute, dann brauchen wir den Prägeform, brauchen wir das nicht. Das kommt beiseite. Wir nehmen das hier, stempeln den Stern zweimal und stanzen ihn mit diesem mittleren Motiv aus. So. Also die gefallen mir auch richtig gut. Wahrscheinlich doch da, so könnt ihr es sehen. Ne? Die sind wirklich, wirklich schön geprägt. Also auch in Goldfolie kann ich mir das super vorstellen. Haben die es auch im Katalog so abgebildet. Da müsst ihr einfach mal gucken. Ja, der Glasständer und die Ringe werden jetzt hier schon nachgefragt. So ein bisschen, ne? Nee, es ist ja auch richtig so. Also das muss man ausverkaufen. Nein, das weiß ich nicht. Ist ja vielleicht auch ein schönes Geschenk. Man bastelt sowas, was du da hast, und dann kann man doch wirklich in der Weihnachtszeit oder vor Weihnachtszeit losgehen und hat doch mal ein schönes Geschenk. Für jemanden, der einen schönen Platz hat, so ein Plätzchen hat doch jeder. Dann hast du was selber gebastelt, dann hast du den Ring dazu und hast auch den Glasständer. Und dann ist das doch ein schickes Geschenk. Und den Glasständer kann man auch jedes Jahr zur Not wieder mit einer neuen Sache bebasteln. Also mir schwebt auch vor, ich habe den Glasständer jetzt natürlich, um es euch zu zeigen, weil ich es dann so besser demonstrieren kann. Mir schwebt aber eigentlich vor, dass man ganz viele, nämlich 10 Stück davon macht und seinen Weihnachtsbaum damit dekoriert. Also wenn man in einer Einrichtung arbeitet, wenn man im Kinderhort arbeitet, wo auch immer oder nur für sich selber, dann machst du ganz viele von diesen Anhängern und dekorierst deinen Weihnachtsbaum entweder so oder ich zeige euch ja auch noch, das, wie das in Rot aussieht nachher. Also wir stempeln. Ich habe hier 2 benutzt. Ja, der Glasständer ist schon ausverkauft. Ja, das ist das. Habe ich befürchtet. Aber bleibt da am Ball. Ja. Klickt da immer wieder auf unseren Link drauf. Ne? Das hat glaube ich, also wir werden das auch unter das Video setzen. Ja. Ich glaube, wenn man das immer wieder versucht. Wir hatten es auch schon im Newsletter drin für den einen oder anderen. Der hat das bestimmt. Heute Morgen schon gekauft. Ja, ne? Wenn er schlau war. Ne? Mhm. Schaut mal, ich stempel das jetzt erstmal 2-mal. Und jetzt, ich sage euch gleich, warum ich hier nicht so sparsam bin mit meinem Papier. Weil bei meinen ersten Versuchen ist mir nämlich etwas aufgefallen, was ich euch gerne mitteilen möchte. Auch über 300 Zuschauer, ja, ist ja Wahnsinn. Ich kann das ja sehen, Glasständer sind tatsächlich auch schon verkauft worden und auch die Traumfänger. Mhm. Ja, es ist genau das, was ich sagte, schnell sein lohnt sich, ne? Und dann sind diese ja ganz oft so raffiniert und machen dann erstmal die Preise teurer. Ne? Aber gut, vielleicht schaut mal, wird es ja noch. Ich positioniere mir das und jetzt hier unten könnt ihr das vielleicht hoffentlich sehen. Das ist ziemlich weit weiter runter als das Stempelmotiv und oben auch. Ne? Und da hatte ich den Fehler gemacht, ich habe es zu knappkantig abgeschnitten und dann hat mir das, die Stanzform unten so eine gerade Kante, das hat dann nicht gereicht für die Stanzform. Deshalb nicht zu sparsam sein mit dem Papier. Schön ausrichten, fixieren unbedingt. Also, aber ich denke, diese Ständer werden doch wieder reinkommen. Und die Traumfänger, die gibt es aber noch, oder wie? Darum ich kurbel durch, wir sehen uns nebenbei. Du kannst was erzählen. Ich kann was erzählen. Ja, ich kann euch noch ganz schnell erzählen. Und zwar hatten wir gestern das Live-Video von Irene und dann hatten wir hinterher Fragen, oh, warum hat denn der Live-Chat nicht funktioniert? Also während der Sendung hat das funktioniert, aber es hat hinterher sehr lange gedauert, bis der dann freigeschaltet wurde. Und da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Das liegt dann einzig und allein an YouTube. Und das hat dann tatsächlich diesmal sehr etliche Stunden gedauert, bis das wieder da war. Und normalerweise geht das ein bisschen schneller. Bei uns ist es so, Live-Videos und auch Premieren-Videos werden von vornherein so eingestellt, dass man live chatten kann und dass der Chat auch hinterher zur Verfügung steht. Und wenn das mal nicht der Fall sein sollte, dann liegt es nicht an uns. Also da kann man wenig machen. Genau. Dass man natürlich im Live-Chat nicht mehr kommentieren kann, wenn es vorbei ist, das wissen auch manchmal die Zuschauer nicht, ne? Also wenn live vorbei, dann ist der Live-Chat auch. Dann kannst du nicht mehr chatten. Das ist halt live ist live. Dann kann man hinterher nur noch kommentieren. Ja. Die Frage haben wir auch manchmal. Warum kann ich jetzt hier nicht noch was in den Chat schreiben? Nee, weil alles durch und vorbei. Mhm. Dann bleibt einem nur noch die Kommentarfunktion. Die auch gerne genutzt werden. Die kann auch gerne genutzt werden, ja. Wir lesen alles. Mhm. Soll ich einmal die Zuschauerkarten zeigen? Ganz kleinen Moment. Ja. Können wir gleich machen. Ich will noch was... Nee, mach mal. Ich nehme euch kurz zurück und wir kommen dann gleich noch zum Stanzen des
Kreises. Da habe ich nämlich auch noch eine wichtige Anmerkung. Ja, und bis dahin können wir gerne... Und dann können wir uns gleich die Frage nochmal machen. Sie nämlich gleich direkt Fragen dazu, welche Farbe und so. Dann können wir da nochmal gleich direkt drauf eingehen. Ja, wir machen die Zuschauerkarten und sehen uns gleich wieder. Wir haben Fragen. Ich blende die mal kurz ein. Finde ich nämlich auch sehr interessant. Einmal Minemaus fragt, mit welcher Farbe stempelst du? Minemaus, das ist hier Marineblau, weil in dem Papier ist Marineblau drin enthalten. Ich hatte versucht, am Anfang mit Abendblau. Das war mir aber zu hell, das passt nicht so schön zum Papier. Immer gucken, was ist im Papier enthalten, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Also Anja fragt, wo hast du die Ringe gekauft? Die haben wir verlinkt. Und Elke M. hat noch eine Frage. Und zwar war ihre Frage vermutlich, bezog sich das hier auf diese Sache mit den... Hiermit, als ich diese... das hier durchgestanzt habe. Wenn so ist ja alles drin. Ach so, jetzt verstehe ich, was sie meint. Wenn man das habe ich auch probiert, wenn du den auch noch gleichzeitig prägen möchtest, das würde gehen und es macht nichts. Da geht hier nichts kaputt. Geht nichts kaputt. Ich habe nur festgestellt, das macht keinen Sinn. Habe ich den hier noch nie? Der sieht jetzt nicht besser aus, der Stern, wenn er gestempelt und geprägt ist. So, wie gesagt, falls ihr Fragen habt, schreibt das da gerne mit einem Q rein. Q für Question, ganz neudeutsch. Ihr könnt auch F für Fragen nehmen, was ich weiß. Ja, aber Q findet er ja besser. Q findet er besser, weil F kommt überall drin vor. Ja, eben, haben wir alles mit F. Bleibt mal schön beim Q, ne? Genau, wir machen mal weiter. Also, das stanzen wir gleich aus. Da habe ich einen Tipp zu. Das wird geknickt. Ich hatte bei meinem Prototypen erst das mit dem Lineal noch abgezirkelt und mit dem Falzbein vorgefalzt. Und dann kam es doch nicht hundertprozentig hin. Deswegen mein Tipp, nehmt es locker in die Hand, das Papier, rollt das so ein bisschen über euren Finger und dann knickt ihr das mit der Hand. Und dann wird es auch schön ordentlich. Und dann könnt ihr... Und einer reicht. Also sonst hat man doch manchmal, wenn man das so dreidimensional, so eine Kugeln bastelt, dann macht man doch mehr. Mhm. Und du sagst, einer reicht diesmal. Also oder kann man mehr machen? Wie würdest du sagen? Also, ich will das ja jetzt hier auf diesen Karton aufkleben. Nehmt das mal raus. Das müssen wir machen. So. Ich will das ja hier aufkleben. Da reicht mir dann einer, weil ich auch noch dann die Rückseite bekleben könnte. Wenn du die Sterne jetzt zum Beispiel nur den Stern verwenden möchtest, um es in so einem Ornament aufzuhängen, würde ja auch gehen, ja. Dann würde ich natürlich mehr nehmen. Ja. Ne? Aber jetzt, um es hier aufzukleben, weil was... Das reicht. Also ich finde auch, das reicht. Da muss doch jetzt nicht noch ein dritter mit da rein, finde ich. Ja. Oder was meinen die Zuschauer? Was meint ihr? Was findet ihr? Ja, wenn dann... Ja, käme auf den Versuch drauf an, ne? Ja, wie das wohl aussieht, wenn nur einer mehr macht. Aber es sieht tatsächlich so schon sehr gut aus. Keine Frage. Ja. Ich nehme hier ein paar Tropfen Kleber.
Das Q für Fragen ist noch nicht eingeblendet. Das braucht man auch nicht einblenden. Das kann man ja immer zwischendurch schon machen. Wer Q Doppelpunkt eine Frage stellt, dann können wir sehen, wer eine Frage gestellt hat und die auch entsprechend beantworten. Also nochmal zum Verständnis. Also zum Verständnis. Das Q für Fragen, wenn ich das hier einblende, das heißt nur für euch, das ist nur das Bildchen, damit ihr wisst, was ihr schreiben sollt. Ja. Dieses Q, Doppelpunkt, eure Frage, das könnt ihr über den ganzen Livestream stellen. Ihr müsst nicht warten, bis ich da dieses hier... Und dann noch eine Sache zur Umfrage. Die Umfrage ploppt bei mir auch ständig wieder unten auf. Das habe ich auch noch nie gehabt. Sonst ist die immer schön friedlich oben einmal abgestimmt. Dann kann man das Ergebnis ablesen. Aber heute ist es tatsächlich so, ploppt immer wieder auf. Und dann habe ich einmal mal die Seite neu geladen und dann war erstmal wieder Ruhe. Ich kann aber das Zwischenergebnis kurz bekannt geben. Und zwar 62% meinen, ja, ich habe mir schon das ausgesucht aus dem neuen Katalog und 21% sind noch unschlüssig und 17% sagen, oh, der Wunschzettel wird immer länger. Und 30% haben mir schon ihre Bestellung geschickt. Gabriele Nickels, von was für einem Glasständer redet ihr? Bitte guckt ihr das Video nochmal an, im Replay dann von Anfang. Wir haben das alles ganz genau erklärt, um was es heute geht. Und dann kannst du dir das angucken und dann halt auch nachgucken, wovon wir hier sprechen. Genau, ich kann den Link nochmal reinsetzen, aber wie gesagt, das Produkt ist schon ausverkauft, weil viele jetzt offenbar schon ganz zackig zugeschlagen haben und sich das gesichert haben für ihre Weihnachtsdeko. Ja, ich sag ja immer, ne? Sieht ja auch schön aus, wenn man so auf Märkte geht und das dann eventuell so drapieren möchte. Das sieht natürlich dann damit am besten aus. Das kannst du nicht auf den Tisch legen. Nein. Das wirkt nicht. Ne? Aber wenn du vielleicht zwei, drei davon hinstellst mit deiner Bastelei. Ja, schön Beleuchtung. Ja. Es gibt ja so kleine LED-Lichterketten, die man da drumherum machen könnte. Ne? Das ist schon schön. So, der erste Stern ist fertig. Den lasse ich mal hier trocknen. Wie gesagt, wer Lust hat, macht noch einen dritten da dran oder schneidet sich dieses... das Blaue hier aus und setzt nur das noch rein. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ne? Also, wir brauchen jetzt das hier. Da habe ich einen Tipp für euch. Mhm. Also, ich wollte noch sagen, Bestellung hast du gesagt, die trudeln schon ein. Ja, ja. Die Rechnung kommen aber erst so im Laufe der nächsten Mitte der Woche. Ja. Ne? Aber nicht, dass ihr euch wundert. Wir müssen es sowieso... Mhm. Ich meine, was suchst du? Blauen Karton anscheinend unten gelassen. Das ist ja blöd jetzt, aber ist nicht schlimm. Ja, wollen wir den holen? Wir sind sehr viele Zuschauer. Ja, wir können nochmal den Zuschauer. Ich mach mal den Trailer und du geh mal runter und hol mal bitte Marineblau. Wir zeigen die Zuschauerkarte. Die hatten wir gerade. Ach so, dann zeigen wir nochmal den Trailer. Ja, genau. Und wo liegt der Karton? Im Fach. Unter Marineblau müsste was sein. Oha, das ist mal eine Aufgabe. Schauen wir mal. Er hat es gefunden. Juhu. Also, das in dem Designerpapier ist ja Marineblau enthalten und ich nehme auch Marineblau. Und Tipp weiß ich nicht. Aber mir ist es passiert, aufgefallen. Ich habe das durchgekurbelt. So, dann habe ich den blauen Karton genommen und habe es auch durchgekurbelt, weil ich das ja hinten dran kleben wollte. Und dann stand ich nämlich da und tatsächlich haben die ein bisschen unterschiedliche Zacken. Und das hier ist von der Rückseite weiß. Das heißt, wenn ich da jetzt blau gegenklebe und die Zacken passen nicht exakt aufeinander, dann würde an den Kanten da weiß durchschimmern. Und deswegen gucken wir jetzt mal, ob wir das hier so in eins durchgekurbelt kriegen, dass ich das dann aneinander kleben kann. Was war jetzt die Problemstellung oder die Ausgangslage? Also. Hat das damit, was du da etliche schreiben, warum der Stern von hinten weiß ist? Nein. Die haben wir noch nicht, die Frage, okay. Nein. Also,
Der Büttenrand hat verschiedene Ränder, verschiedene Einkerbungen. Mhm. Wenn ich das jetzt durchkurbel, dann lege ich das beiseite, nehme das, drehe das ein bisschen, kurbel das durch. Ja. Und dann will ich das ausgestanzte Stückchen gegenkleben. Ja. Dann geht es nicht mehr, weil ich mich verdreht habe. Ja. Und dann suche ich. Und deswegen werde ich das jetzt mal in zwei Sachen hier gleichzeitig durchkurbeln, um es dann vorsichtig auseinanderzunehmen und aneinander zu kleben. Also die Stanzform schafft tatsächlich zwei Papiere. Das ist auch völlig gemäß Gebrauchsanleitung. Das ist hier nicht so dick. Das sind ja, das ist ja, fass das mal an. Das ist ja, guck mal, wie dünn das ist. Mhm. Ne? Ja. Das ist also. Nee, manchmal gibt es doch so Anweisungen, nie zwei Lagen Papier und das ist nicht gut für die Stanzmaschine oder das macht die Prägeform nicht mit oder die Stanzform vielmehr. Das schafft es hier. Okay, ich bin gespannt. Ja. Ob es knackt oder nicht knackt. Oh je, haben wir ja was. Na, dann haben wir aber doch die Gerät kaputt. So, ja, eine Frage ist jetzt hier, warum der Stern von hinten weiß ist. Kannst du da schon was zu sagen? Welcher Stern? Na, der hier, der da, ist von hinten, von der Rückseite. Ne, weil ich den nicht bestempelt habe. Weil das jeder machen kann, wie er möchte. Ja. Ne? Wer jetzt das noch bestempeln möchte, muss es drehen und auf die Rückseite stempeln. Ja. Würde ich euch immer mit einem Stemperatus empfehlen. Da gibt es Spiegeltechnik, gibt es ganz, ganz viele Techniken, wie ihr das machen könnt. Finde ich nicht schlimm, aber wenn euch das stört, dann versucht das auf jeden Fall von der Rückseite auch zu bestempeln. Genau, der greift ja wieder das Bastelgesetz. Ne? Das ist ja immer deine Idee, das wird einmal vorgestellt und wie man das dann en Detail bastelt, mit welchen Sachen, das ist ja euch selbst überlassen. Also auf jeden Fall müsst ihr da der Stempel, der ist ja so, ne? Also der Stempel ist ja so und ihr stempelt das. Wenn ihr das auf der Rückseite haben wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall irgendeine Technik anwenden, damit ihr es auf die Rückseite raufkriegt. Oder ihr lasst es so und versucht es abzuzirkeln, ne? Das macht ihr ganz in Ruhe. So, das ist durch, schau mal. Ja. Das ist jetzt hier durchgekurbelt, hat auch beides wunderbar durchgestanzt. Ja, hier. Jetzt habe ich es doch ein bisschen. Jetzt gibt es hier auch kluge Ratschläge. Da würde ich auch von vornherein das Designerpapier auf den Karton kleben und erst dann durchkurbeln. So. Kann man machen. Macht, was ihr denkt. Aber ich will ja in diesem Fall eigentlich auch noch die Rückseite mit Designerpapier auch noch besetzen. Und drei Dinger weiß ich nicht. Könnte man auch ausprobieren. So. Es liegt hier jetzt noch übereinander. So, das ist das Entscheidende. Das hat ja schon mal super geklappt. Siehst du, das ist unterschiedliche. Ja. Ach, guck mal, ich habe es doch ein bisschen. Doch ein bisschen verrissen. Guck mal, Leute, das ist genau das, was ich meinte. Na gut, dann hat man auch wieder was dazu gelernt. Ja. Nee. Oh. Jetzt suche ich hier, ne? Kann doch nicht wahr sein. Also, was ich machen würde, ne? Also als Laie, ich würde mir so ein, das hier, guck mal, ich würde mir das hier so zurechtdrehen und dann in der Mitte aufkleben. Mhm. Dann habe ich beide, also praktisch wie in Dimension, nur viel flacher und dann verrutscht da auch nichts. Jetzt verrutscht auch nichts mehr. Guck mal, jetzt habe ich es fixiert und jetzt verrutscht das auch nicht mehr. So. Ach, herrlich, herrlich. So, kurbeln wir nochmal durch. Ja, sehr viele haben da ihre eigenen Vorstellungen und würden das so und so machen, aber das ist ja schön. Jo. Du machst es jetzt gerade mal so und jeder kann es ja dann selber ausprobieren, ist austüfteln so. Und auch so den Weg finden, wie es ihm am besten gelingt. Ja, man muss ja sowieso immer, ich sage immer so, seinen Bastelweg auch, tatsächlich. Ja, es gibt auch immer ganz oft mehrere Wege, die zum Ziel führen. Ja, ne? Definitiv. So, mein Weg, wie ich dieses Ornament hier gestalte, ist jetzt folgendermaßen. Ich nehme die Kordel, knote mir die hier unten ran. Also, da dürfte da jetzt auch nicht zu sparsam sein, damit wir auch noch bis nach oben hinkommen. Und wenn ihr das nicht mögt mit so einer Kordel, dann nehmt ihr vielleicht so einen, gibt doch diese Angelsehnen oder was immer. Ne? Mhm. Oder noch dünnere Kordel vielleicht. So. Ja, ich finde, das Gold verträgt das schon. Ne? Ja. Und dann
habe ich es erstmal noch lose gelassen. Ja. Den da drunter. Und dann mir das auch schon mal ordentlich ausgerichtet, ne? Und dann den Stern aufgeklebt. Könnt ihr auch mit der Menschel jetzt machen, wenn ihr da noch ein bisschen Luft dazwischen haben wollt. So. Ah, jetzt verstehe ich. Deswegen sage ich ja, jeder tüftelt sich das zurecht. Mhm. Und warum hast du jetzt nicht nur oben das angeknüpft, sondern auch unten, damit es hübscher aussieht? Also weißt du, was ich meine? Mhm. Da unten guckt er jetzt ein bisschen, das war jetzt einfach noch ein bisschen schicker aussieht. Ja, ich fand es so schicker. Mhm. Das Problem ist auch bei diesen Sachen immer, die haben so eine gewisse Eigendynamik, ne? Und wenn du das dann so locker da unten da so rumhängen hast, ne? dann bewegt sich das zu doll. Und dann hast du nie die Seite wahrscheinlich vorne, die du gerne vorne hättest. Ne? Mhm. So. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe mich am Katalog orientiert und habe gedacht, ach, guck mal, da sind hochbezahlte Designer, die haben das auch so gemacht, dann macht Irene das auch mal so. Jetzt muss man natürlich gucken, dass man das schön mittig reinkriegt in den Ring, ne? Und dann festknoten. Das finde ich nämlich genau das Problem, so als der Ring ist rutschig, das Band rutscht ein bisschen, da muss man sehr sorgfältig arbeiten, damit man es dann auch mittig hat. Irgendwie. Und nicht dann irgendwie, sonst rutscht einem das, da kann man ja schon... Ich mache es jetzt nicht, ich habe aber hier meine Klebepistole, haben wir euch auch verlinkt. Mhm. Ich habe dann bei meinem Projekt tatsächlich, als ich das auf meinem karierten Papier ausgerichtet hatte, ne, habe ich dann Mini-Lütropfen Heißkleber rangemacht. Und habe das ein bisschen fixiert, dann geht das alles viel, viel einfacher. Mhm. So, aber... Guck mal, das ist ja hier auch schon ein bisschen verrutscht. So, die Heißklebepistole findet man da. So, guck mal, also ich krieg's jetzt so hin, aber wie gesagt, wenn einem das zu unsicher ist, zu rutschig, ne, dann macht ihr euch das. Man könnte auch den Stern mit der Heißkleber, guck mal, das verrutscht das hier. Also man würde auch vielleicht den Stern doch tatsächlich mit der Heißklebepistole aufkleben. Also, jetzt verrutscht das hier alles. Ihr seht, das ist nicht so einfach. So. Dann könnt ihr das aufstellen. Und den festknoten. Wo ist mein Band? Hier. Dieses Band, ich habe es gemacht wie im Katalog, weil ich da jetzt nicht noch eine fette Schleife oben drauf setzen wollte. Das wäre mir alles ein bisschen zu pompös gewesen. Das lege ich mir hier einfach rein. So. Und knote das fest. Und dann habe ich da das Schleifenband dran. Ich habe meinen Stern befestigt. So, und jetzt gucken, und das rutscht jetzt hier natürlich hin und her, ne? Und das wäre halt der Moment, wenn ihr das dann mit der Klebepistole befestigt, dann kann es nicht mehr verrutschen. Genau, aber wir haben jetzt sehr, sehr viele kluge Ratschläge von den Zuschauern, die das noch gar nicht bebasteln können, weil sie die Sachen noch gar nicht haben. Ja. Aber sie wissen schon sehr viele kluge Ideen dazu. Das ist gut. Ne? Also von daher, das müssen wir uns hinterher mal durchlesen. Nee, vielleicht kannst du ja mal vorlesen, dann, ne? Nee, vielleicht wissen wir dann ein paar Verbesserungsvorschläge noch. Okay. Also, ich habe tatsächlich nur eine Seite bebastelt, damit ich es besser fotografieren kann und euch besser zeigen kann hier auf dem Tisch. Weil wenn die andere Seite auch hochgestellt ist, dann geht es hier nicht mehr mit dem Fotografieren und so weiter. Von daher, ihr könnt natürlich beide Seiten bebasteln. Ihr könnt natürlich
beide Seiten mit Designerpapier bekleben oder ihr lasst es so. Es kommt einfach immer auf euren Einsatz, auf euer Einsatzgebiet an. Auf jeden Fall habt ihr gleich die Schlaufe hier oben dran. Das könnt ihr natürlich entsprechend kürzen. Das würde ich jetzt nicht so lang lassen. Ihr habt da gleich eine Schlaufe dran, um es dann aufzuhängen. So, ich nehme halt meinen ersten, der ist nämlich besser geworden. So. Und dann könnt ihr das aufhängen. Und jetzt wollte ich euch noch zeigen. Ah, es sieht sehr festlich aus, finde ich. Genau. Ich habe ja vorhin hier mit Marineblau gearbeitet und dann habe ich so gedacht, es gibt aber Bastler, die mögen Blau vielleicht nicht so gerne. Also die sagen, nö, Blau-Gold kommt mir nicht ins Haus, passt nicht in meine Deko, passt nicht in meine Einrichtung. Ich gedacht, ich stempel euch mal den Stern in Rot. Blutorange mag ich ja sehr, sehr gerne oder Glutrot, aber ich mag auch wirklich gerne Blutorange. Das ist nämlich so ein bisschen heller. Da hatte ich neulich auch eine Zuschrift von einer Zuschauerin, die fragt, ob ich das mal so in die Kamera halten kann. Hier sieht es tatsächlich ein bisschen orange aus, aber so orange ist es nicht in Wirklichkeit. Ne? Aber müsst ihr gucken, ich habe jetzt Blutorange hier am Start. Das liegt natürlich auch an dem Licht hier. Wir haben hier Kunstlicht, wir haben Scheinwerfer, da sieht das immer mal ein bisschen anders aus, wie in echt. So, dann könnt ihr den natürlich auch. So, in Rot gestalten und dann vielleicht auf Gold aufkleben oder auf einem roten, rot-goldenen Designerpapier und so weiter und so weiter. Also, ihr seid jetzt nicht zwingend an dieses blau-goldene Motiv gebunden, so wie es im Katalog abgebildet ist. Ich habe es nur gemacht, um es euch zu zeigen. Ihr könnt es natürlich gestalten. Aber es passt natürlich, weil man dieses Designerpapier dazu hat, in der Produktkollektion. Ja, und auch wieder das schöne, passende Band dazu. Ne? Ja. Im Katalog, wenn ihr da mal guckt, da sind noch zwei weitere Motive abgebildet in dem Ring. Da könnt ihr aus der Krippe eine kleine Szene ausstanzen. Das Jesuskind in der Krippe ist da, kann man gut machen. Oder guckt mal, was da sonst noch für Motive sind. Also ich bin ganz gespannt und ich bin auch wirklich gespannt, wenn ihr euch das bestellt habt, was dabei rauskommt. Was uns für Bilder erreichen. Zuschauerkarten, genau. Genau, mir fällt noch ein. Wer sucht auf Seite 17 im neuen Katalog, wird man fündig. Da ist das Set Nacht voller Sterne, bis mal die Kollektion. Schaut mal, ihr könnt natürlich auch dieses 3D-Ensemble hier, das könnt ihr ja auch in einfarbig gestalten mit dem geprägten Muster. Oder ihr lasst das Geprägte weg, nehmt nur dieses Einfarbige und faltet euch das dann und macht einen schönen 3D-Stern. Ne? Guck mal, das kannst du natürlich auch super gut machen. Also wir hatten vor Jahren auch mal eine Stanzform, da haben wir alle wie die Weltmeister so Ornamente gebastelt, 3D-Ornamente. Daran erinnert mich das gerade schon. Das finde ich auch sehr elegant. Wenn man hier, wenn man jetzt hier praktisch mehrere von diesen Sternen aneinander klebt. Das könnte man auch gut in einen Ring dann reinhängen. Ohne Papier, ohne Kreis. Ne? Soll ich das nochmal eben versuchen? Ja, und ob es diese Traumfängerringe auch in Silber gibt, kann ich nicht sagen. Könnt ihr Silber ansprühen. Geht ins Bastelgeschäft oder geht zum Baumarkt und holt euch silberne Farbe. Einfach ansprühen. Oder schwarz. Ist diese modernen Frauen, die wollen das vielleicht mit schwarz haben. Die diese schwarz-weißen Küchen haben und so. Die das wollen. Das ist ja gruselig. Aber das nur dazu. Nee, aber die wollen ja keine bunte Deko in ihrem Haus. Die wollen ja nur schwarz-weiß. Ja. Kann man auch alles machen. Ne? Also guckt da einfach, wie euer Geschmack ist. Aber oder Deko wollen die schon noch. Ja, aber nicht so richtig. Nur schwarz-weiß und maximal ein bisschen Packpapierbraun. Also die Ringe gibt es in Silber und in Schwarz, hat jemand rausgefunden. Und da würde ich mir die Mühe mit dem Ansprühen nicht machen, weil es ist auch eine Schweinerei. Da würde ich sie gleich in Silber kaufen. Ja, okay. Na, ich mache eben noch mal zwei, kurbel ich noch mal eben durch hier von dem Großen. Ich werde die nachher mal in Silber noch raussuchen. Also das ist eine tolle Bastelei, wenn ihr einfach mal basteln wollt.
Also ohne jetzt groß stempeln, einfach ein bisschen basteln mit den Enkelkindern, ja. mit der Frauengruppe, mit dem Kaffeekränzchen. Aber ich finde das auch einfach schön, sich das hinterher als Deko hinzustellen. Mhm. Das kann man sich auf den Tisch stellen. Also manch einer hat ja nicht so viel Platz in der Wohnung. Der hat keinen Platz für einen Adventskranz oder für einen kleinen Tannenbaum und möchte das vielleicht auch gar nicht. Aber sowas kann man sich doch wirklich sogar auf den Esstisch stellen zur Weihnachtsdeko oder auf den Fernsehtisch oder je nachdem, wo man da immer wieder hinschaut. Ja. Oder auf den Küchentisch. Da hat man wochenlang was von. Und hinterher kann man das Papier abnehmen und nächstes Jahr kann man das wieder neu bebasteln. Weil man hat ja die Sachen schließlich einmal gekauft. Ja, auf jeden Fall. So, ich knick den nochmal und zeige euch mal, was ich meine. So, die Andrea sagt, das Projekt gefällt ihr sehr gut. Es sieht sehr edel aus und da freut man sich schon auf die Weihnachtszeit. Das ist schön, genau, das finde ich. Dankeschön. Nett, Andrea, dass du das mal sagst. Dankeschön. Gebt uns doch gerne mal einen Daumen hoch unterm Video. Ja, schöne Anhänger für den Weihnachtsbaum. Ja, vielfältig zu verwenden, das Ganze. Wenn ihr mehrere macht, wenn ihr so einen 3D-Stern machen wollt, dann... Nee, der ist ja so. Hier bitte. Stanzt ihr euch, ich glaube, 3 bis 5 braucht man dafür. Entweder geprägt oder nicht geprägt. Ich habe jetzt einen geprägten, einen ungeprägten. Und dann klebt ihr die einfach so aneinander. Also wie gesagt, das ist auch... Wie kann man aus jeder Stanzform ein 3D-Objekt machen, wenn es groß genug ist. Ne? So. Hand klebt. So, ne? Und dann macht man das Ganze noch für die Rückseite. Also dann, ich glaube, 5 braucht man davon. Vielleicht mache ich das mal. Und dann hat man schon den Stern fertig, meinst du? Ja, und den kann man dann halt ohne Stempelage, ohne irgendwas hier reinhängen. Was ist das hier? So, dann nehmt ihr den und hängt euch das halt hier rein. Wer mag, könnt ihr hier dekorieren, aber das ist natürlich Geschmackssache. Jo. So, damit bin ich soweit fertig für heute. Hast du noch was auf dem Zettel? Nein. Du schreibst? Nee, ich habe soweit alles abgearbeitet hier. Haben wir noch Fragen? Wir sehen uns ja auch am Mittwoch schon wieder. Fragen? Habe ich jetzt eine Frage, war glaube ich noch? Nee, das wird noch kriegen. Nee, dann... Ja. Sind wir soweit durch? Schönes Projekt. Ich zeige das jetzt gleich nochmal. Ich zeige die Zuschauerkarten nochmal. Denkt an die Bonustage, denkt an die reduzierten Kreativsets. Genau. Dann, ich hänge es mal auf, ne? Mal hier schön auf den Bastel, auf den Ständer. Das ist übrigens auch so eine... Gibt es denn für die Länge der Schnur eine Anweisung? Nee. Das muss man vorher austüfteln, nicht, dass es zu lang ist oder so, dass man... Nee, das tüftelt man sich vorher aus. Das sind alles Bastelprofis, das können die alleine. Ja. So. Also du hast jetzt nicht speziell abgemessen, auf dem Motorband darf nur da auch tatsächlich 17 cm lang nein, sein. Nein. Okay. So, ne? Und der dreht sich natürlich immer so hin, wie er das will, der Stern. Und deswegen ist das ganz gut an so einem Ständer, wenn man das so ein bisschen hin und her dirigieren kann. Mega Projekt. Mir gefällt das super. Da freut man sich wirklich auf die Weihnachtszeit, weil wenn man das irgendwo anschauen kann, auch das Designerpapier gefällt mir gut. Das sieht wirklich, wirklich festlich aus. Guck elegant. Ja, mir gefällt's. Ich werde da demnächst noch mal ein kleines Licht dazu stellen. Also wenn das nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Also guckt euch das gerne im Katalog an und bastelt's nach. Wenn ihr Demo seid und die Sachen schon habt, dann bastelt's doch schon mal nach und dann, ja. Genau. Sehen wir uns wieder am Mittwoch in alter Frische zum Bastelblitz. Da habe ich auch noch eine coole Idee für euch. Also zum Thema Anhängerset. Das, was du mit Sven neulich verbastelt hast. Bin gespannt. Ja, lass dich überraschen. Also, habt noch einen schönen Abend. Wir sagen vielen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf viele Ideen von euch. Schickt uns gerne eure Zuschauerkarten per E-Mail. Dann veröffentlichst du die. Und ja. Bis Mittwoch. Bis Mittwoch. Tschüss.